Verbrannte Stellen hier am Toastbrot, komm egal, ess ich einfach mit, ja. Hi, ich bin Martin Fischer und ich kann es kaum glauben. Aus irgendwelchen Gründen hat jemand entschieden, dass Philipp von Deichkind, vielleicht war es er selber, zu mir ins Studio kommt und eine Ausgabe Wie geht eigentlich Deichkind mit Deichkind aufgenommen wird. Mit Deichkind habe ich mich so richtig eigentlich 2019 beschäftigt, als Wer sagt denn das rauskam, und da hat es mich einfach gepackt. Da habe ich mir dann die komplette Diskografie von Deichkind reingepfiffen und da ist mir aufgefallen, wie krass der Übergang zwischen dem zweiten und dem dritten Album ist. Nämlich von Hamburger Schule hin zu wir machen irgendeinen Elektroscheiß. Obwohl sie ja schon den Elektroscheiß vorher gemacht haben, mit Limit zum Beispiel. Aber auf Aufstand im Schlaraffenland, da kreist der Hammer. Da kommt nämlich schon als zweiter Track Remi Demi. Der Rest ist Geschichte. Und heute am 17. Februar 2023 ist das neue Album von Deichkind, Neues vom Dauerzustand, erschienen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Pumpt es hart! Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie baut man so einen Deichkind-Track und wie fängt man da an? Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Kick und eine Snare oder sowas. Ja. Wo man erstmal so ein Gerüst hat. Das ist geil. Das könnte was sein. Das könnte ja was ganz Großes werden. Hast du die Lampe übrigens? Ja, ja, ja. Du musst sie entweder abmachen oder... Oder aufnehmen gleich. Mach mal hinten so eine bei jedem vierten Takt irgendwie so eine Variation, die du mal so machen würdest. Denn ja, wir machen ja zusammen Musik. Und da fällt einem ja jeden fällt ja was ein dabei. Ja, so genau. So, verdoppelst du das mal und dann machst du das da nochmal eine Variation. Ja, irgendwie sowas, genau. Das ist gut. Darüber Percussions, aber nicht, wie man sie erwarten würde. Hm. Ist das Feeling eigentlich auch eher so auf so gerade durch? Wollen wir da irgendwas von deinen oder von meinen Sachen nehmen? Ja, man kann doch einfach die Jacke nehmen. Super. Also ich mag das immer gerne, wenn so bei sowas so ein Beat, der entwickelt sich dann, wenn man so zwei, drei verschiedene Percussion-Sachen dazu macht und dann erst irgendein Bass, bin ich ehrlich gesagt auch mal. Manchmal habe ich einen Beat und dann spiele ich einen Bass zuerst ein und ist so, ich weiß gar nicht, was ich jetzt da drauf jetzt noch spielen soll oder so. Das ist häufig, also ja, eher was. Also du bist auch so ein Groove-orientierter Typ. Auf jeden Fall. Erinnert ihr euch noch an den Bitcrusher? Es war mal wieder Zeit für ihn. Also irgendwas kurzes, perkussives, tonales. Siehst du da hinten in dieser Kiste, diese Boomwhackers, die habe ich mal gesampelt. Kannst du die mal so, gibst du sowas? Ich würde gerne mal wieder so einen Bitcrusher oder sowas rausholen, oder ist das so? Wir sind nun Live-Zeuge, meine Damen und Herren, wie berühmte Hits entstanden sind. Dann fiel mir wieder ein, dass mein Bruder vor Wochen mal gesagt hatte, mach doch mal irgendwie so einen deichkindmäßig klingenden Song mit einer Hook, die immer wieder kann man mal machen. Und bei dem Tempo, das wir da hatten, da war mir das, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Bedenken Sie, dass wir noch mit diesen kann man mal machen, mit diesen 35 M's da irgendwie hinkommen müssen. Es ist gut, dass du das berücksichtigst. Was wäre die optimale Geschwindigkeit? Kann man mal machen. Muss man da irgendwie ein schnelleres Element noch mal mit reinspielen oder sowas? Oder? Eine Hi-Hat? Ja, Hi-Hat, genau. Ach, ich habe auch noch eine gute Idee. Kennst du Ableton Note? Das ist eigentlich Ableton auf dem iPhone. Du kannst sehr gut samplen auf diese 16 Pads, weil da hat man da so ein bisschen Spackness mit drin. Gin! Has! Sch! Bum! Jan! Ham! Zick! Tsch! Bum! Flach! Weißt du, da kannst du hier, er macht direkt das auf die Pads drauf. Da musst du nicht lange schneiden und so, sondern kannst du einfach. Dann hat Philipp meinen Flexatone entdeckt. Das ist dieses geile Instrument, was wir alle kennen aus diesem GTA San Andreas-Dings. Und das hat er auch noch in sein Telefon gesampelt. Hier kann man doch bestimmt irgendwie was draufpacken, wie zum Beispiel so ein Leslie, finde ich immer spannend. Mega gut. Jetzt ist übrigens ein guter Zeitpunkt, um zu abonnieren und das Video zu liken. Also rein prophylaktisch, weil es wird tierisch. Boah, krass. Wenn die Jacke weggeht, dann fällst du wie in so ein Loch. Das ist geil, ja. So, jetzt brauchen wir irgendwie einen Riff oder sowas. Damit meinen wir Fachleute mitnichten eine Ansammlung von Korallen, sondern eine sich wiederholende Tonfolge. Wir haben dafür meine gesampelten Boomwhackers genutzt mit dem vorhin erwähnten Bitcrusher. So ein Panic Room, weißt du, so ein kleiner Raum. Geil. Auch geil da oben.
So ein bisschen halt, ich habe hier in so diesem, Spring. Mit dem Tape habe ich ganz, ganz knapp auf 20 Millisekunden und dann ja? mit dem Flutter und Motor Inertia, was weiß ich. Super gut. Das ist ja, das ist ein guter Raum. Voll. Oh, das würde ich gerne. Ja, das kann auch so eine Automation. Also LFO, ein LFO ist hier unser Freund. Also dieser Marty, der gefällt mir ganz gut. Er stellt mir hier Naschi hin und macht den LFO an. Ja. Yeah. Ach so, machen wir mal einmal so ein Ja. Ja. Oh, da könnten wir theoretisch die Meters samplen. Gut. Was du hier alles machst. Der Beat an sich hat schon geknallt wie die Pest, aber wir hatten das Gefühl, dass da noch unten rum so ein bisschen was fehlt. Vielleicht noch so ein 808-Bass, irgendwas, was so unten drum, unten rum so. Unbedingt, ja, stimmt. Wow. Den würde ich vielleicht sogar von einem anderen Instrument machen. Das ist ein Boom. Supergeil. Dann mache ich hier noch mal so einen Übergang am Ende. Gut. Die Kick müsste eigentlich auch noch präsent, also da müsste noch was drunter liegen, weißt du? Die Kick war uns zu lasch, die war einfach nur so ein Aber die muss noch mehr Boom haben. Ich mag ja immer unglaublich gerne so einen tiefen Gong oder sowas, weißt du, so ein China. So ein Ach so, ich dachte einfach, was da irgendwie mit der Kick so dass da irgendwie so ein Raum drauf ist oder dass ich hier die Kick in dem Raum hier mit aufnehme. Hast du die Lampe übrigens? Ja, ja. Du musst die entweder abmachen oder... Oder aufnehmen. Marty Fischer nimmt nun eine Kick in diesem Raum auf. Geil. Trigger da den Sidechain drauf. Das finde ich gut, das muss ich immer machen. Haben wir hoffentlich nur noch diesen... Wow. Abgefahren, das ist der Raum hier, ne? Gut. Ja, das war gut. Dann haben wir uns noch ganz schnell so einen Text zusammengeklöppelt und gefriemelt, weil wir noch weiter mussten zum Diffus-Magazin, zum Interview. Dazu kommt am Ende des Videos ein Link und der ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Jetzt hören wir uns erstmal das an, was nicht nur klingen soll wie Deichkind, sondern klingt wie Deichkind, denn es ist Deichkind. Yes. Ja. Marty Fischer. Das bin ich. Mit Cryptic Joe. Das bist du. Echt? Wer? Ich? Deichkind. Verbrannte Stellen hier am Toastbrot, komm egal, esse ich einfach mit, ja, kann man mal machen. Ne? Beim Freeclimb und mein Haar abgekratzt, war leider nicht so fit, na, kann man mal machen. Komm ins Studio rein, Matti Fischer packt den LFO auf den ganzen Song. Kann man mal machen. Man kann noch mal beim Müll runterbringen oder ähnlichen Aktivitäten in die Kamera lachen. Ja. Könnte man, müsste man, sollte man. Ja, dann geht er doch nach ran da. Hätte man, dürfte man. Ja, mach doch mal. Ja. Man macht doch mal die Tür zu, das zieht hier, ich dreh mir einen ab. Kann man mal machen. Krieg mal endlich deinen Arsch hoch und dein Leben in den Griff, ey. Kann man mal machen. Mensch, ruf doch mal bei Oma an, die freut sich. Kann man mal machen. Königsberger Klopse, Lapskaus, Bolognese ist zu kompliziert, lass das Mama mal machen. Wieso nicht? Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, Philipp, fürs Mitmachen. Es war mir eine Freude und ein inneres Kühlschubsen. Das neue Deichkind-Album Neues vom Dauerzustand ist ab heute auf dem Markt und ihr müsst es euch anhören. Da sind die ganzen bekannten Banger drauf, die wir schon als Singles gehört haben und neues Material. Hinhören sofort. Abonniert den Kanal, liked das Video und schreibt eine nette Message hier in die Kommentare für Philipp und für mich. Tschüss.